machen sich hier ein schönes Leben in der Sonne. Hm? Und wenn sie dann aber alt und krank werden oder beides, dann gehen sie wieder schön nach Deutschland zurück, weil die medizinische Versorgung ja angeblich besser ist. Viele Menschen denken, dass die Lösung ihrer Probleme Auswandern ist. Dass denen nicht bewusst ist, dass sie sich selbst mitnehmen im Koffer. Zwar gibt es hier gerade eine organisierte Bande, die Häuser verkauft mit Follow the Sun mit Tanja. Gemeinsam entdecken wir die Welt und bleiben dort, wo es uns gefällt. Von der Sonne geküsst bringe ich für euch in Erfahrung, was ihr zum Auswandern wissen müsst. Follow the Sun mit Tanja. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen spannenden Gesprächspartner hier an meiner Seite, die Joanna von Esmi wieder. Danke für deine Zeit, Joanna. Joanna kann aus erster Hand ganz viele Geschichten, denke ich mal, berichten und hat alltäglich mit Menschen, die auswandern möchten, zu tun. Sie hat schon hunderten Menschen geholfen, ihren Traum zu verwirklichen und hier ein neues Leben zu starten. Aber was passiert, wenn der Traum nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat? Was passiert, wenn auf einmal die Sprachbarriere dazukommt? Hürden, die man nicht mehr zu bewältigen weiß? Dann weiß Joanna meistens immer weiter, nicht wahr? Ja. Vielen Dank, dass du heute bereit bist, so ein bisschen uns zu erzählen, was du so hier machst und mit wem du vor allen Dingen alltäglich zu tun hast. Was machst du genau? Also, was ich habe, ist praktisch eigentlich ein Einwanderungsservice und eine Sprachschule namens Esmi wieder. Also darunter verbirgt sich das ganze Projekt. Wir helfen eigentlich im Grunde genommen Menschen bei ihrem Neustart, bei ihrer Auswanderung. Letztendlich, wir begleiten sie, ihr neues Leben hier aufzubauen, damit sie nicht vor allzu großen Schwierigkeiten stehen. Wie bist du denn auf diesen Beruf gekommen, so einen Service hier auf Teneriffa mitten in Puerto de la Cruz aufzumachen? Das ist ganz einfach, meine eigene Auswanderung. Letztendlich, ich und meine Tochter sind hierher gekommen vor inzwischen 8 Jahren. Es war ein Projekt. Wir hatten eigentlich gar nicht vor, auszuwandern. Wir wollten einfach nur mal länger hier bleiben. Und auf dem Weg dessen brauchte ich natürlich erstmal eine Arbeit, um die Zeit hier zu bezahlen und musste mein Kind einschulen und so weiter. Wie schwierig ist das für jemanden, der wirklich komplett auf die Informationen anderer Menschen angewiesen ist und nicht an diese Informationen vernünftig rankommt? Und deswegen, als wir dann den Entschluss getroffen haben, hier zu bleiben, habe ich gesagt, okay. Kannst du so ein paar Dinge aufzählen, für was Menschen dich oder euch, bist ja mittlerweile nicht mehr alleine. Genau. Du hast ja jetzt auch eine Partnerin im Hintergrund, deine quasi rechte Hand, genau. Die Yvonne, die dir ganz viel hilft und dich unterstützt. Aber für was beauftragen euch Menschen? Kannst du das mal so aufzählen? Also angefangen von Einschulungen von Kindern über die Ummeldungen beim Hauskauf, selbstständig melden, also da ist einiges dabei. Der Unterschied bei uns ist ja auch Tatsache, dass wir nicht wie so eine Gestoria einfach nur trocken, nie Residenzia machen, sondern dass wir praktisch diesen menschlichen Faktor bilden. Man kann uns halt wegen Dingen fragen wie, wo bekomme ich zum Beispiel Quark oder wo sollte ich mein Kind einschulen auf einer deutschen, auf einer spanischen Schule. Okay. Du lachst wegen dem Quark, aber es ist Tatsache so, weil die Menschen suchen auch Produkte aus ihrem Land. Und hier gibt es ja nur einen 0%igen Quark beim Mercadona. Und das ist wirklich ein Thema. Willst du Käsekuchen backen? Brauchst du Quark? Gibt es so eine außergewöhnliche oder skurrile Geschichte, die dir so im Gedächtnis geblieben ist von einem Auswanderer? Also Tatsache, gerade aktuell habe ich so einen Fall. Da muss ich einen Klient begleiten zur Polizei. Weil wir eine Anzeige aufnehmen müssen und rausfinden müssen, wie wir etwas rückgängig machen können. Und zwar gibt es hier gerade eine organisierte Bande, die Häuser verkauft mit einer gefälschten Vollmacht. Was? Ja, ja. Teneriffa. Ja, ja. Aber keine Sorge. Also es kam halt die Meldung vom Katasteramt, dass er abgemeldet ist als Besitzer. Und daraufhin bin ich halt zum Notariat und da haben wir das geklärt. Und die haben mir dann direkt die Telefonnummer von der Polizei gegeben und haben gesagt, wir sollen uns da melden und dann wird die Sache geklärt. Meine aber, Güte. Aber das Haus stand auch länger leer. Ich denke, dass die das gerade mit solchen Häusern eher versuchen. Kurze Werbeunterbrechung hier in eigener Sache. Wäre es nicht cool, wenn du dich mit anderen Gleichgesinnten connecten könntest?
Und wenn du zusätzlich noch Hilfe und Unterstützung bekommen könntest von Spezialisten hier auf der Insel oder von Menschen, die schon den Schritt gewagt haben und selber ausgewandert sind, gegen einen kleinen Beitrag, dann check auf jeden Fall mal den ersten Link hier unter diesem Video zu unserer Follow the Sun Community. Dort hast du 3 Pakete zur Auswahl. Wähle einfach das Paket, was für dir am besten passt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Apropos leerstehende Häuser, wie ist deine Erfahrung mit den sogenannten Okkupanten, die solche Häuser besetzen? Also letztendlich wird da sehr viel mehr Angst gemacht, als man sich Angst machen muss, wenn man sich um sein Haus kümmert. Also man braucht eine Hausratversicherung, es gibt Geräte, die kannst du installieren, dass sofort eine Meldung an die Polizei geht. Du kannst auch einen Sicherheitsdienst beauftragen, der sofort, das machen wir zum Beispiel auch. Wir haben eine Ferienwohnung, da kommt bei uns ein Anruf, sobald es irgendwas Ungewöhnliches in der Ferienwohnung passiert, ob alles in Ordnung ist, ob dass die Putzfrau war und dann kann da auch nichts passieren. Da gibt es dann Versicherung für. Aber man muss sich drum kümmern. Also man kann nicht einfach nur sein Haus stehen lassen. Und also klassisch wirklich, viele holen sich hier eine Immobilie zum Überwintern. Ja, genau. Sind dann monatelang weg. Also das würdest du nicht empfehlen, die einfach so abzuschließen und das war's. Genau. Mir fällt noch eine Geschichte ein und zwar mein eigener Lebenspartner. Der hatte ja eigentlich seinen Hänger gepackt, weil er nach Kroatien auswandern wollte. Und dann hat die Mutter seiner Tochter Bescheid gesagt, dass sie Unterstützung mit deren Tochter braucht. Und dann hat er einfach die Biege gemacht. Er wusste nicht mal, dass er 2 Tage auf dem Schiff verbringen wird. Und dann hat der Mann von der Yvonne den dort kennengelernt und bei mir vorbeigebracht. Und seitdem wohnt er hier, obwohl er vorher die Insel noch nie betreten hatte. Wahnsinn. Er ist nicht nur dein Geschäftspartner, sondern auch tatsächlich mittlerweile auch deine Lebenswerte. Nun haben wir natürlich die Erfolgsgeschichten von Menschen, die auswandern, die sich ein neues Leben aufbauen. Aber es gibt ja auch die Menschen, die diesen Schritt gehen und dann wieder zurückwandern. Ja? Was glaubst du, sind die häufigsten Gründe, dass Menschen wieder zurückgehen? Also das erste Problem, was ich sehe, ist, dass die Menschen, dass denen nicht bewusst ist, dass sie sich selbst mitnehmen im Koffer und auch ihre Probleme. Das heißt, viele Menschen denken, dass die Lösung ihrer Probleme Auswandern ist. Und dann kommen sie hierher und haben ihre Probleme immer noch hier und müssen mit den Problemen und der Herausforderung des Auswanderns kämpfen. Und das ist dann ja zu viel. Nun kriege ich auch oft in meinen Kommentaren unter meinen Videos etwas Kritik an Deutsche, die auswandern. So nach dem Motto, ja, die haben jetzt jahrelang ins System eingezahlt. Und jetzt machen sie die Biege, ja, machen sich hier ein schönes Leben in der Sonne. Und wenn sie dann aber alt und krank werden oder beides, dann gehen sie wieder schön nach Deutschland zurück, weil die medizinische Versorgung ja angeblich besser ist wie hier. Hast du damit Erfahrungen? Ja, kann ich dir was zu sagen? Und zwar, es gibt zwei Seiten. Die eine Seite ist die, die sich nicht integrieren, die hier zu deutschen Ärzten gehen und all das bei Privatärzten aus eigener Tasche zahlen, die gehen Tatsache meistens zurück. Aber meine Klienten zum Beispiel, denen helfe ich, sich hier zu integrieren. Sie sind dann im spanischen Gesundheitssystem und das ist sehr gut aufgestellt. Eine Problematik, die wir hier haben auf der Insel, ist natürlich mit den Spezialisten. Da gibt es dann längere Wartezeiten. Das kann man aber in dem Fall zum Beispiel aus eigener Tasche beschleunigen. Aber wir haben hier das Universitätsklinikum, das hat einen sehr guten Ruf. Und meine Klienten berichten mir, dass sie hier besser betreut werden als in Deutschland. Okay. Zum Beispiel Nachsorge, Krebs. Und ist hier statt 5 Jahre wie in Deutschland 10 Jahre. Ich hatte einen Klienten, der hat eine Augen-OP und der meinte, der ist hier so gut betreut worden, wie er in Deutschland nicht betreut ist. Also meinst du, das ist ein kleiner Mythos, der bei den Leuten so ist, dass die medizinische Versorgung hier so schlecht ist? Genau, es ist Unwissenheit, es ist Halbwissen. Welche konkreten Tipps hättest du an Menschen, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern? Vielleicht auch im Hinblick auf Neustart, berufliche Perspektive, Business, Geld verdienen. Also, was man auf jeden Fall im Bewusstsein haben muss, ist, dass hier die Würfel ganz neu fallen. Also, ich habe Menschen begleitet, die in Deutschland einen super guten Job hatten und erwartet haben, dass sie den hier auch finden werden. Und andersrum sind ganz einfach gestrickte Menschen hier angekommen und haben super was geschaffen. Berufsausbildungen zum Beispiel, die in Deutschland super viel wert sind, hier dann aber
einfach nicht gebraucht werden. Wie können denn Menschen mit dir oder mit euch hier in Kontakt treten? Die Yvonne, die ist immer von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr da. Da kann man auch hier vorbeikommen im Büro. Ansonsten halt telefonisch über unsere Webseite, E-Mail. Verlinken wir natürlich wie immer unterhalb des Videos. In der Videobeschreibung findet ihr die Kontaktdaten dazu. Und ich habe ja auch ein bisschen geschaut, auch auf eurer Homepage. Du bietest ja tatsächlich auch Spanischkurse auch noch zusätzlich zu deinem, ganz genau, zu deinem Auswanderungsservice an. Was ist das Besondere bei deinem Spanischunterricht? Also viele lernen hier ja auch mehr so ein Straßenspanisch, so mit den Spaniern zusammen. Mein Schwerpunkt ist die Grammatik, weil ich bin ja keine Muttersprachlerin, aber ich habe die Sprache studiert. Ich denke mir halt, das Straßenspanisch hat man vor der Tür, also ja, das wird gratis angeboten, dass man einfach, das ist ja auch das, was ich immer rate, geht unter die Menschen, habe ich dir ja auch gesagt, ne? Ja, durch Joana im Übrigen bin ich zum Salsa-Kurs gegangen, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht, also dann hast du mich damals echt ermutigt. Genau, weil man braucht immer ein Hobby und dann geht man unter die Spanier und dann kann man halt auch Spanisch lernen und dann kann man sich integrieren, was halt ganz wichtig ist, weil dann öffnen sich einem auch die Türen zu Kultur, zu Menschen. Man hat nicht nur Strand und Sonne, sondern noch sehr viel mehr. Joana, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Ich danke dir, es war sehr interessant mal zu hören, mit was du so tagtäglich hier zu tun hast oder mit wem. Wenn ihr Joana engagieren möchtet, dann wie gesagt einfach kontaktieren, vorbeikommen. Das Büro ist hier mitten im Zentrum in Puerto de la Cruz. Und ja, dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg hier mit deinem Business. Also euch, Jenny Won hier im Hintergrund. Und ja, wir sehen uns wie immer nächste Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann auf jeden Fall abonnieren. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.